Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, Straßenbahn ist unterwegs, Spanisch-Brötelbahn ist unterwegs, wunderbar. Jetzt würden wir hier natürlich gerne mitfahren. Wir müssen aber kurz korrigierend eingreifen, denn ich habe zwei Sachen vergessen. Stand wahrscheinlich in den Kommentaren, ich konnte es noch nicht lesen, weil die Folgen noch nicht raus sind, aber Dietzelgut, ja, die haben zwar Bushaltestellen, wunderbar, da können sie warten, machen und tun, nur was sie nicht können, ist fahren, denn die Busse fehlen noch, die müssen wir jetzt hier tatsächlich auch noch machen, ja, im Depot haben sie keins. Ich würde sagen, wir greifen mal zu Kollege Tankstelle einmal mehr, weil Tankstellen kann man nie genug haben. Das stand mal in den Kommentaren und das ist einfach definitiv richtig so. So. Halt, falsch gedrückt, nochmal Tankstelle, ahoi. So, die hier. Gucken, hier drehen, bestens. Und irgendwie hier hinstellen. Jetzt mal schauen, wo passt das hin, ohne dass da ein Gebäude flöten geht. Das muss definitiv nicht sein, wenn es nicht sein muss. So, zum Beispiel so. Ja, das ist doch gar nicht schlecht. Da können Sie schön noch ein bisschen außen rum bauen. Bestens. Passagiere. Was haben wir Schönes? Wir haben eigentlich hier diese St. Galler Busse hier aus der Nachbarschaft, wisst ihr was, wir nehmen die mal. Und zwar mit Werbung, warum nicht? Gleich mal in mehr oder weniger rauen Mengen. Haben wir die Linie gemacht? Doch, die Linie haben wir. Sieht man da? Bestens, können wir laufen lassen. Wir können eh laufen lassen, weil wir haben so viele Spanisch-Brötli-Bahnen, also 10 Stück. Bis die alle aus dem Depot raus sind, das dauert ja auch ein Momentchen. Das heißt, wir können hier die Busse betrachten und ich würde natürlich gerne ein Stückchen mitfahren. Da hinten wieder die Euphorie pur. Sie bauen gleich wieder. Wunderbar. Und wir fahren zum Festplatz. Das klingt ja eigentlich auch nicht schlecht. Guck mal, die hüpfen vor Freude. Ab zum Festplatz. Juhu. Cool. Okay, wir hüpfen mal mit. Ah, jetzt fährt er in die falsche Richtung. Come on, Kollege. Ah, jetzt haben wir den letzten hüpfenden Bus verpasst. Ist es wahr? Nein, der hüpft. Zack, ein bisschen zu spät, aber okay. Wir sind auch nicht eingestiegen, um zu hüpfen, sondern um mitzufahren. Irgendwie ist das ein bisschen wackelig. Seht ihr das auch im Video? Irgendwie das Ganze wirkt ein bisschen wackelig, zappelig, so von der Kamera her. Vielleicht muss er sich erst eingliedern hier so richtig, damit das funktioniert. Mal gucken, wie es aussieht, wenn wir weiterfahren. Habe ich jetzt so auch noch nie gesehen. Das ist nicht ein Ruckeln wegen Performance-Problemen, sondern irgendwie die Cam ist zitterig. Ich weiß auch nicht. Ist mir das noch nie aufgefallen, dass das so ist bei Bussen oder liegt das irgendwie an der Cam selber? Ich weiß es nicht. Naja, aber doch, das zittert doch irgendwie. Sehr interessant. Gut, wir zittern uns hier mal durch Städtchen durch, durch Dietzelgut. So heißt das Städtchen. Das ist kein Ausruf meiner Begeisterung, sondern tatsächlich der Name dieses Städtchens. Schön hier eigentlich auch, so mit diesen Häuschen hier. Ich denke, hier kann man auch relativ schön friedlich wohnen. Einmal um eine Kurve. Und dann müssen wir noch mal kurz nach, ich muss schnell gucken, nach Wien. Ja, da habe ich nämlich beim Bau der Spanisch-Brötli-Bahn beim Schloss was weggenommen, also eine Straße. Das müssen wir wieder zurückgeben, sonst wenden die da nicht vernünftig die Kutschen. Ist kein Drama, aber werden wir natürlich kurz angehen. So, ich würde sagen, wir beenden die Fahrt mal, weil wir fahren noch genug heute. Wir wollen ja eben mit der Spanisch-Brötli-Bahn noch mitdüsen. Aha, hier wartet dann tatsächlich schon jemand. Sehr gut, okay. Da düsen sie außen rum, perfekt. Ab nach Good Old Vienna. Das war hier. Und hier sieht man, was fehlt, nämlich dieses Stück Straße. Und dann haben wir es dann aber auch. Jetzt muss ich die richtige Straße wieder finden. Nö, 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 das ist sie nicht. Das ist sie. So, das geht hoffentlich problemlos, dass wir hier wieder reinkommen. Ja, mehr oder weniger. Sehr schön, gerade ist es auch. So, jetzt hat man gerade gesehen, weil sonst wenden die hier. Das sollen sie eigentlich nicht, denn die können ja hier schlurz einmal schön außen rum. Das sieht ein bisschen galanter aus, würde ich mal sagen. Und das passt dann natürlich auch besser zum Thema Kutsche. Okay, haben wir, glaube ich, das Gröbste. Die Linie München-Stuttgart fährt einspurig. Das haben wir eigentlich erledigt, beziehungsweise das stand in den Kommentaren nach der Folge. Das haben wir aber, glaube ich, dann relativ schnell kurz darauf schon erledigt. Man sieht hier, das müsste diese Strecke sein. München-Stuttgart-Dezel. Ja, die ist zweigleisig, das passt. Sehr schön hier mit der Bahn 2000, die sich dem Fluss entlang bewegt.
da kommt gerade der Kollege zurück. Das wollen wir uns doch nicht entgehen lassen. Hier schön am Wasser. Wunderbar, wie sie kreuzen. Und dann werden wir nachher... Oh, wisst ihr was? Nee. Jetzt machen wir erst noch kurz was anderes. Da hinten dampft die Dampflok gehörig in der Gegend rum. Da in der weiten Ferne. Wir werden natürlich mitfahren. Aber, da fehlt noch was. Nämlich, Moment, jetzt muss ich mal gucken. Falsche Richtung, da sehe ich es hier hinten. Wir haben ja hier hinten so ein Fahrradausflugsziel. Beziehungsweise geplant, gemacht haben wir hier noch gar nichts. Da würde ich jetzt gerne, ich gehe aber in Pausenmodus, nicht damit uns hier die Spanisch-Brötli-Bahn dann doch noch durchrasselt. Was machen? Jetzt frage ich mich nur gerade. Irgendwie wäre es ja schon nett, wenn man hier einen Bahnhof hätte. Das Problem ist, wenn wir einen Bahnhof hinstellen, also erstens geht es nicht, weil hier ist genau die Brücke. Das zweite ist, wenn wir den Bahnhof zum Beispiel hier hinstellen und mit der Bahn hier hochgehen, hier wieder runter, dann haben wir die Brücke umsonst gebaut. Weil wir haben keinen Rückweg, nichts, dann fahren die alle über den Bahnhof und nicht über die Brücke. Wenn wir hier irgendwie so eine Haltestelle machen, das wäre eine Möglichkeit, dass man dann halt zu Fuß vielleicht hier zu diesem Ausflugsziel kommt. Wir müssen mal gucken, was haben wir denn an Bahnhöfen? Vielleicht nicht allzu lang. Kleiner Passagierbahnhof. Da kann man nichts an der Länge machen, der ist eh zu lang. Der ist auch zu lang. Mal gucken. Irgendwas werden wir noch haben. Ich weiß gar nicht, was ist denn die kleinste... Oh, der ist jetzt auch neu. Guck mal, Kanchis moderner Hauptbahnhof. Den werden wir sicherlich auch noch verwenden. Mal durchscrollen. Hier Bahnhof Viersen. 160 Meter, das ist zu lang. Leider ist das zu lang. Ich hätte gerne einen, der knapp 100 Meter hat, aber ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Doch, da, 80 Meter. Ah, sehr schön. Das passt doch perfekt. Okay, der ist ein bisschen modern. Moderner Regionalbahnhof. Gibt es den in alt auch noch? Elevated, bringt nicht viel. Niederländischer, da haben wir auch 80 Meter. Der passt fast besser, weil eben, das ist hier halt dann doch Dampflokomotive. Ich weiß nicht, da möchte ich den irgendwie später mal verwenden. Der ist mir fast zu modern. Da haben wir schon geguckt, das sind die 160, also Bahnhof hätten wir. Ein mit 80 Meter, da passt der Zug auch rein, weil der hat 60 Meter. Welcher war es denn jetzt gleich nochmal? Der hier, mit 80 Metern, ein Gleis, Hochgeschwindigkeit brauchen wir nicht, Oberleitung auch nicht, zweiten Straßenanschluss auch nicht. Dann machen wir den doch hier hin, das würde heißen, wir kappen hier nochmal schnell Gleis. Und natürlich auch Fahrradweg, wenn der Bahnhof dahin muss. Wir müssen mit dem Fahrradweg ein bisschen außen rum, würde ich vorschlagen. Okay, das hätten wir soweit. Mal den Bahnhof nehmen, einmal fleißig drehen. Und irgendwie hier plus minus, vielleicht sogar doch noch ein bisschen näher hier ran. Ja, da geht's nicht, da haben wir Ufer. Aber so müsste es eigentlich funktionieren, wenn wir dich hier hinstellen. Zack, machen wir mal. Nehmen wieder unser altes Gleis hier. Ah, Krümmung zu groß. Schade. Nochmal abreißen. So, müssen wir halt nochmal neu bauen. Was wir abreißen, das ist auch relativ klar. Ja, jetzt geht's. Okay, gebaut. Und hier dürfen wir gerne eine kleine Kurve machen. Ich hoffe, wir kommen wieder auf die Brücke. Ah, das geht so nicht. Moment. Nochmal Bagger. Ja, das ist halt, wenn man nachträglich Korrekturen anbringen muss. Wenn wir hier so hingehen, wir kriegen die Kurve da nicht hin, würde ich behaupten. Da kommen wir da nicht rein. Wenn wir es so machen und mit M und N, dann funktioniert das sowieso nicht. Ich muss mal schauen, ob es so geht, sonst müssen wir zur Not halt tatsächlich die Brücke nochmal machen. Ja, Krümmung zu groß. Wir machen die Brücke nochmal. Ist klar, ist jetzt im Prinzip schade, dass wir das alles wieder kappen müssen. Nur, bringt ja nichts. Wenn wir da nicht reinkommen, kommen wir da nicht rein. Also, wenn wir es so machen, ja, dann funktioniert. Das geht nicht, deswegen machen wir, würde ich vorschlagen, eine durchgehende Steinbrücke. Wobei, irgendwie, das mag mir ja nicht gerade auf Anhieb gefallen. Wenn wir das so machen, ein bisschen runtergehen. Ja, ist relativ schwierig. Wenn ich das jetzt so baue, ich komme dann wahrscheinlich da wieder nicht mehr ins Gleis rein, weil irgendwie das Ganze dann nicht so gemacht wird, wie es von uns angedacht wäre. Und das Problem ist, ich kann nicht bis hier hin mit der Brücke und dann aufschütten, weil hier ist nochmal so ein Knubbel. Das heißt, das funktioniert auch nicht. So wie die Brücke eigentlich gedacht war, so am schönsten. Aber ich baue es jetzt trotzdem mal. Wir schauen mal.
Ah, geht eben leider nicht. Aber wenn ich jetzt nochmal mit M und N... Nein, geht auch nicht. Ah, schade, schade, schade. Und was zoomen. Ich teste das jetzt nochmal, sonst müssen wir... Ja, nee, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen so, wie das Spiel das eigentlich perfekt gemacht hat. Mit dem Problem, dass mir die Brücke so fast zu lang ist. Aber in Ordnung, wir müssen die Brücke halt so lang haben wegen diesem Knubbel. Das geht gar nicht anders. Gut, herzlich willkommen hier. Einen Straßenanschluss brauche ich nur noch. Wenn ich jetzt hier die Straße anschließe am Fahrradweg, das wird gar nichts bringen, weil das ist eigentlich eine Schiene. Wir bräuchten hier tatsächlich in irgendeiner Form einen Anschluss an irgendeine Straße. Und das finde ich jetzt definitiv nicht ideal, weil ich möchte hier eigentlich keine Straße haben. Sondern ich möchte hier eigentlich den Fahrradweg haben. Soll ich es mal testen? Das wird nicht gehen. Das kann eigentlich gar nicht gehen, aber ja, wenn wir es nicht testen, werden wir es nicht rausfinden. Also wenn wir das so machen. Mal gucken, ob ich hier noch rauskomme. Jawohl. Das würde dann hier raufgehen. Und eben, das geht nicht. Wenn ich jetzt hier rüber könnte, dann würde es wahrscheinlich sogar einen Bahnübergang geben. Und den brauchen wir hier definitiv auch nicht. Wir machen das mal. Wisst ihr was? Wir können ja mal schauen. Weil die Meldung, dass der Bahnhof nicht angeschlossen ist, die kommt eigentlich nur einmal. Wenn wir das jetzt so machen, dass wir mit der Straße im Prinzip in den Tunnel reingehen, was nicht weiterführt. Zumindest im Moment noch nicht. Das kann ja sein, dass das irgendwann später ausgebaut wird. Ich muss nur noch die richtige Straße erwischen. Das ist sie nicht. Das ist sie eigentlich auch nicht. Denn das ist sie auch nicht. Aha, die auch nicht. Wo haben wir die denn? Oder ist die einfach ein bisschen breiter? Okay, dann ist die halt breiter. Also wir gehen runter. Gehen in den Berg rein. Gerne hier mit diesem modernen Tunnel. Einfach damit wir einen Anschluss haben für den Bahnhof. Beziehungsweise wir haben jetzt natürlich den Anschluss eben nicht, aber es sieht wenigstens so aus, als hätten wir einen. Diese Meldung, dass der Bahnhof nicht angeschlossen ist, die wird einmal kommen, glaube ich, eben. Und dann ist eigentlich eh schon gut. Jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir hier rüber? Das könnte man natürlich je nachdem sogar mit einer schönen Brücke lösen. So, keine Angst, wir fahren noch mit der Bahn, aber ich möchte jetzt hier wirklich noch ein schönes Ausflugsziel haben. Wenn wir das Ganze schon machen, dann soll das natürlich auch ein bisschen nach was aussehen. So, da werde ich mit M und N wieder keinen großen Erfolg haben, da es ja eben eigentlich ein Gleis ist. Wie machen wir das am besten? Wir kappen das nochmal. Gehen früher raus und werden schon ein bisschen in die Höhe düsen, so gut es geht, damit wir da hinten auf eine Brücke raufkommen. Aha, das klappt ja hervorragend. Man sieht, das möchte... Ja, das wird erst da zur Brücke. Blöd. Das können wir aber anders lösen. Wir könnten natürlich, wenn wir hier nicht mehr höher kommen... machen wir hier mal ganz kurz eine Erhöhung hin. Mal schauen, ob das was bringt. Müsste eigentlich schon. So, hier gerne auch noch. Okay. Mal schauen, wie es jetzt aussieht mit Kollege Fahrradweg. Wenn er hier oben wäre, dann müsste man doch bald auf eine Brücke kommen. Bringt irgendwie auch nicht viel. Ah, ja, viel fehlt nicht mehr, das sieht man. Schade, schade, schade. Können wir das vielleicht so machen, dass wir zuerst die Brücke bauen? Da, da haben wir, da haben wir tatsächlich den Bahnübergang. Das möchte ich natürlich nicht. Ah, funktioniert nicht. Moment, von hier rüber. Kollision, Kollision, Kollision. Schade, im Prinzip ist es eine Eisenbahnbrücke, die wir hier rüber bauen, ganz klar. Das müsste aber theoretisch eigentlich machbar sein. Also hier geht es nicht, weil das ist Bahnhofsbereich. Aber hier wird es doch eigentlich theoretisch funktionieren. Wir müssen einfach genug Höhe haben. Und sonst müssen wir mit dem Rad hier oben durch und hier wieder runter. Kann man natürlich auch machen. Aber ich dachte eben gerade so eine Brücke. Ich lasse mich mal jetzt noch nicht davon abbringen. Wahrscheinlich später, weil es eben nicht funktioniert. Aber sonst gehen wir halt oben lang. Jetzt werden wir aber mal gucken, ob wir nicht irgendwie hier eine Brücke hinkriegen. Das muss doch zu schaffen sein. So, ich baue nochmal Kollege Fahrradweg. Okay, da haben wir die Brücke. Brückenpfeilerkollision. Das werden wir noch irgendwie hinkriegen. Das Problem ist eher, wie kommen wir dann von da nach da unten. Das dürfte dann eher eng werden. Aber okay, dafür sieht es cool aus. Wenn es denn mal steht. Hier mal Holz.
Und jetzt irgendwie gucken, wie geht das ohne Brückenpfeiler-Kollision. Das möchte so gerade nicht funktionieren. Schon wieder. Irgendwie kann es sein, dass hier keine Brücke entstehen möchte. Ich deute das ganz... Ah, da. Doch, jetzt geht's. Ich wollte gerade sagen, ich deute das langsam als Hinweis darauf, dass das nicht funktionieren möchte. Mit der Holzbrücke geht's nicht. Mit der Steinbrücke auch nicht. Beziehungsweise im Moment, da müssen wir vielleicht nochmal korrigieren. Wir hatten doch eine Brücke, wo es ging. Aber ich möchte natürlich eine Güterzugbrücke haben hier für den Fahrradweg. Wobei, geht eigentlich auch. Sieht doch auch cool aus. Und wenn das andere halt nicht funktioniert, ich meine, da können wir jetzt nicht viel machen. Da geht's nicht, da geht's nicht, da geht's nicht, da geht's überhaupt nicht. Okay, einmal Güterzugbrücke für den Fahrradweg. Gekauft. Und wie kommen wir jetzt hier runter? Das könnte interessant werden. Da brauchen wir wahrscheinlich doch ein bisschen Weg. So, bis ungefähr hier hin. Dann aufgeschüttet. Okay, ist dann nicht mehr ganz dem See entlang. Beziehungsweise, Moment, das könnten wir eigentlich auch noch machen. Dass wir das hier nochmal kappen und gucken, wann wir wieder Richtung See kommen mit dem Teil. Wenn wir jetzt hier runterdüsen. So, da legt er doch eh schon wieder an. Das ist aber natürlich immer noch viel zu hoch. Das würde aber klappen. Aufgeschüttet auch, dann würde ich sagen, dann machen wir das. So, da muss man hier ein bisschen Höhe gewinnen. Kommt auf die Brücke. Und hier hinten machen wir eben eine Kurve hier rein. Und da oben im Prinzip das Ausflugsziel. So, gekauft. Einmal noch diese Kurve. Oder nee, wir lassen das mal mit der Kurve. Wir schlagen jetzt hier mal noch ein bisschen was rein. Okay, jetzt sehe ich gerade... Das ist dann doch ein bisschen aufwendiger, als ich dachte. Ich möchte aber... Also wenn wir es jetzt hier nicht schaffen, dass wir das fertig kriegen, dann werden wir... Einen Hafen kann ich da aber nicht brauchen. Dann werden wir mit dem Zug mitfahren, ohne dass das fertig ist. Das machen wir ganz klar, weil ich möchte mit dem Zug einmal noch um den See rum. So, wie machen wir das? Ich möchte hier gerne ein bisschen was in den Berg reinfräsen. Mal gucken, mit welchem Bahnhof am besten. Allzu lang muss es nicht sein. Das würde eigentlich wieder reichen mit den 80 Metern. Der Bahnhof kommt dann natürlich wieder weg. Der ist nur um zu plätten. Mal gucken, ob das schon was bringt so. Abreißen. Und dann stellen wir gleich nochmal so einen hin. So, ein bisschen daneben. Okay, da abreißen. Bestens. Und dann haben wir hier so eine Fläche. Das werden wir dann natürlich alles noch hier mit dem Wischmob ein bisschen schöner machen. Im Groben wird es jetzt passen. Was hätten wir denn gern hier oben? Ich würde sagen, als erstes wird jetzt mal gemalt. Und zwar gerne Kopfsteinpflaster. Das passt hier eigentlich relativ gut hin. Das hätten wir hier, Kopfsteinpflaster. Dass das hier alles eben bemalt wird. Und dann gibt es da natürlich noch Gebäude drauf. Ich habe nämlich gesehen, dass wir bei den frei platzierbaren Gebäuden, da haben wir im Prinzip sowas ähnliches wie ein Restaurant. Das würde ich, ja, die Frage ist, ob ich das finde. Aber wir schauen jetzt einfach mal. So, das wird dann alles wieder geplättet halt entsprechend. Gut, was wir hier mit dem machen, mit dem Fahrradweg, das schauen wir auch noch. Der sollte irgendwie da lang. Oder wisst ihr was, das machen wir jetzt, weil dann können wir die Gebäude entsprechend hinstellen. Aha, du würdest also hier raufgehen. Und dann im Prinzip hinten lang. Und hier wäre dann Feierabend. Okay, mal gucken, ob wir hier so ein Gebäude hinkriegen. Die haben wir hier unten. Jetzt muss ich aber gestehen, ich kenne mich hier mit der Setzung dieser Gebäude nicht wirklich groß aus. Ich habe das noch nie groß gemacht. Erlaubt das Platzieren von funktionsfähigen Stadtgebäuden. Erlaubt das Platzieren von funktionsfähigen Stadtgebäuden ohne Kollision. Ja, ich würde sagen, wir nehmen mal die Kollision. Bist du schon mein Restaurant? Einmal drehen. Noch nicht ganz. Jetzt wird es interessant. Wenn ich hier klicke, genau, dann ändern sich die Gebäude. Jetzt mal schauen. Vielleicht eher Commercial. Moment, das könnte sein, dass das... Nein, doch nicht. Es ist so ganz ein bestimmtes Gebäude, das ich hier im Visier habe. Ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Sonst machen wir hier zwei Restaurants hin. Eins ist dann eher da oben. Ein bisschen über dem See. So, mit schöner Aussicht. Bisschen drehen noch. Okay, einmal hier. Und mal schauen, was wir hier sonst noch haben. Ja, das ist eher ein Gemüsehändler. Ja, das wäre auch wieder etwas, was in Richtung Restaurant geht.
halt natürlich auch wegen diesen Tischen, die davor sind. Aha, und dann ist aber Feierabend. Ja, eben, ich sage, ich habe das noch nicht ganz raus. Irgendwie, sobald ich hier die Größe ändere, ist meistens Feierabend, von wegen, dass dann keine Gebäude mehr da sind, sondern nur irgendwie ein Platzhalter. Da, das habe ich gemeint. Okay, gehen wir hier wieder zurück. Ja, das ist eher moderner. Okay, das ist ganz klar. Noch hier nochmal gucken, das gibt einfach die Häuser. Und das ist die Ära. Erklärt es gar nicht von selber. Das ist hier A, ist halt am frühesten. Das sieht man dem Häuschen an. Commercial nochmal gucken. Level, das ist zu groß für hier hinten, ganz klar. Aber das ist ganz gut. So haben wir doch mal, wie soll ich sagen, einen ersten Kontakt. Oder ich zumindest hier mit dieser Mod. Weil später wollen wir ja dann doch relativ öfters mal noch dazu übergehen, dass wir das Teil benutzen. Ja, wenn das jetzt nicht Gemüsestände wären, da unten, dann hätten wir das Teil eigentlich schon, was ich suche. Ja, das ist, ja, guck mal, das ist doch eigentlich auch ein Restaurant. Ein bisschen anders wie das da. Ist aber halt immer noch nicht das. Oh, das, genau, das habe ich gesucht. Da sieht man die Tische und alles, das ist sogar noch angeschrieben. Jetzt das vielleicht ein bisschen drehen. Oder in die andere Richtung, damit es nach hier guckt. Ja, gefällt mir schon sehr gut. So, ein bisschen zurück. Zack, gebonkt. Wunderbar. Dann kann man hier... Ja, jetzt hat es hier ein bisschen aufgeschüttet. Kriegen wir das vielleicht noch runter? Ich wollte gerade sagen, da kann man hier natürlich schön Käffchen trinken und so. Wir brauchen das ein bisschen kleiner. Ja, da kann man tatsächlich noch was machen. Sehr gut. Hier haben wir ein paar Hugel. Aha. Die habe ich doch auch... Wenn ich den erwische, dann wäre er auch weg. So wie den Kollegen. Den habe ich doch so schön weggekriegt. Nein. Geht nicht. Da müssen wir zu anderen Mitteln greifen. Aber das können wir natürlich auch relativ einfach. Indem wir zu den Bäumen wechseln. Die sind hier unten. Und dann gibt das hier ganz einfach. So. Ein paar Bäume hin. Dann sieht man das Teil auch nicht mehr. Ist ja eigentlich auch naheliegend. Man sieht dann zwar vom von diesem Café, von diesem Dingens aus, nicht mehr wirklich auf den See, aber das ist der Natur natürlich relativ schnuppe. Denn ja, wenn hier halt nun mal Bäume stehen, dann stehen die da. Das führt mich gerade noch zu einer anderen Mod, die wir haben, die ich noch nicht gezeigt habe. Die möchte ich ganz kurz noch zeigen. Die ist nämlich und weg ist sie. Die war gerade hier. So, der Förster. Damit kann man ja ganze Wälder setzen. Ich würde mal sagen, wir testen das mal hier oben. Wir haben hier Planen, 64 Quadratmeter, und wir nehmen mal nur Nadelbäume, würde ich vorschlagen. Wenn ich jetzt hier dreimal klicke, ich muss jetzt hier sozusagen festlegen, wo die Bäume sind. Also einmal hier und einmal hier, dann haben wir diese Fläche. Wenn ich jetzt hier auf Pflanzen gehe, zack, dann haben wir da die Bäume. Damit kann man natürlich riesige Bereiche machen, wenn man das unbedingt will. Man sollte einfach immer daran denken. Ja, dass das auch je nachdem Performance kostet. Gut, warum hatten wir jetzt... Warum haben wir denn hier so ein Bushalteteil? Bist du hier mit einer Bushaltestelle? Nö, wahrscheinlich nicht. Naja, ist ja egal, das Teil haben wir. Was fehlt? Im Prinzip fehlt hier noch eine Fläche, wo man die Räder hinstellen kann und so weiter. Aber sonst, im Groben, hätten wir das mal, würde ich sagen. Jetzt wäre es natürlich noch schön, wenn jemand Fahrradfahrer modden würde. Die man hier von A nach B schicken kann. Es wird, glaube ich, demnächst Reiter geben. Das wäre natürlich auch eine Idee, dass man hier Reiter lang schickt. Gut, ist nichts Aufwendiges, aber war mir jetzt ein Anliegen, dass wir das doch noch so machen. Gut, und jetzt müssen die Züge aber natürlich auch hier noch halten. Das würde heißen, nach dem Wegpunkt München, jetzt muss ich schnell gucken. Wo sind wir hier? Hier sind wir in München. Geht es da lang? Geht es da rüber? Wollen wir hier kurz pausieren bzw. anhalten. Wien Haltepunkt heißt das Ganze. Okay, das werden wir umbenennen. Das ist nicht der Wien Haltepunkt, sondern das ist der Treff. Ja, schon wieder Caps Lock. Das ist der Treff am See. Was hier natürlich auch noch gut hinpassen würde. Ah, jetzt kommen wir wieder von einem ins andere. Aber ganz klar, ratet mal. Ja, das Seecafé. Das wir hier noch haben. Na,
die Frage ist halt, wo haben wir das? Das weiß ich jetzt natürlich so einfach aus dem Stegreif raus nicht wirklich. Bist du hier? Wahrscheinlich nicht. Würde mich wundern, aber ich gucke trotzdem mal, weil wenn ich nicht hier gucke, dann ist es dann nachher trotzdem hier. Ah, jetzt haben wir hier noch die ganzen Schallschutzwände. Die brauchen wir nicht. So, und jetzt wird es dann langsam eng mit Mitfahren. Ich gebe es zu. Aber dafür sehen wir wenigstens auch was. Ich gucke jetzt nur noch Parkplatzfläche. Ah, das würde hier natürlich auch passen. Aber eben, was würde hier nicht passen? So, kurz niesen, sorry. Natürlich dreimal, weil einmal wäre ja langweilig. Wenn sich die Nase dann schon bemüht zu niesen, warum soll sie das nur einmal machen? Und jetzt haben wir hier, doch, das, aber das würde hier hinpassen. Ich wollte gerade sagen, da haben wir wieder den Effekt, dass das Ganze nicht gut aussieht. Wenn ich hier vorne bin, dann sieht es aus wie eine Platte. Aber das hier passt eigentlich schon. Okay, der letzte Versuch, der ging dann doch ein bisschen in die Hose. Aber das reicht eigentlich auch. Hier vorne ist es nicht ideal, gebe ich zu. Aber okay, gut. Ich habe jetzt aber eigentlich das Seekafé gesucht. Und bin per Zufall hier auf die Parkflächen gekommen. Nein, wenn dann die kleinen Fahrzeuge... Moment, wir scrollen hier mal. Irgendwo hier haben wir doch die kleinen Autos. Man kann hier natürlich noch tonnenweise mehr machen, ganz klar. Ping-Pong-Tisch würde hinpassen. Das würde eigentlich alles Mögliche hier hinpassen. Bänke sowieso. Schirme und Co. auch. Auch ganz klar. Aber ihr seht schon, das dauert dann einfach ein Momentchen. Und, oder hier unten zum Beispiel ein versunkenes Schiff. Das wäre doch auch noch was. Und das hier anmalen. Ich würde sagen, das machen wir alles noch. Aber das verschieben wir noch ein bisschen, weil sonst kommen wir tatsächlich nicht mehr dazu, einmal um den See rum zu düsen. Ja, ich sehe auf der Uhr, dass wir dann doch schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit haben. Wenn ich jetzt das Seekaffee... Ja, Leute fehlen eigentlich auch noch. Da habt ihr auch recht. Wenn ich jetzt das Seekaffee relativ schnell finden würde, dann würde ich ja glatt das noch schnell hinstellen. Moment. So, einmal den. Und dann noch ein. Gibt wieder immer den gleichen, weil ich das wieder aktiviert habe. Schon wieder. Schon wieder. Und gleich nochmal den. Hallo? Machen wir zu. Ja, jetzt haben wir unseren Käfer. Jetzt drehen wir den noch einmal. So, und dann haben wir da auch drei Fahrzeuge. Die haben hier zwar nichts verloren, weil das ist ein Radweg. Aber okay, die sind halt irgendwie dann doch hier hingekommen. Wahrscheinlich hier aus dem Berg raus. Gut. Ja, Seekafé, ich finde dich gerade nicht. Wobei, jetzt bin ich hier auch nicht mehr weitergegangen. Bist du hier hinten? Ja, hier. Okay, wenn wir dich schnell drehen. Und irgendwie, wo gehört das hin? Ich glaube so. Genau, dass das so rausgeht. Das wäre doch auch noch was. Dann sieht man das hier vom Bahnhof aus nämlich noch. Das bauen wir mal. Zack, wunderbar. Wow, direkt ans Gleis ran. Das ist ja nett. Cool, passt. Was mir noch fehlt, das ist ein versunkenes Schiff. Das werden wir aber demnächst in Angriff nehmen. Jetzt müssen wir tatsächlich auf den Zug. Weil sonst werden wir das nicht mehr schaffen, dass wir einmal außen rum kommen. Da hinten ist einer. Und da ist einer. Wir haben ja eh gesagt, wir stellen ein bisschen schneller. Weil sonst dauert das zu lang hier mit diesen 45 km/h, die wir hinkriegen. Jetzt hat er gerade 35. Ja, er wird ein bisschen schneller. Okay, erstmal ein bisschen Tränenfieberansicht. Das ist übrigens keine Mod. Da kam noch die Frage, was das für eine Mod ist mit dieser Zug-Außenansicht. Das ist keine Mod. Da muss man einfach hier oben klicken, statt hier unten auf die Kamera. So, mal einsteigen. Und mal Gas geben. Wir machen IC-Tempo. Nicht, weil wir es jetzt so enorm eilig hätten. Mir geht es eher darum, dass es halt, ja, es ist irgendwie, wie soll ich sagen, wenn man hier mit diesem 45 rumdüst, man kommt halt nicht an. Deswegen machen wir das mal so. Aha, wir haben Vorfahrt. Wunderbar. Einmal hier über dieses Gleisfeld rüber in den Bahnhof rein. Und keine Ahnung, ob da irgendjemand einsteigt. Da hatten wir wieder ein kleines Lag. Da stand auch noch in den Kommentaren, ob das vielleicht, wie die hier rasen. Ob das vielleicht daran liegt, dass das Spiel gerade ein Safe Game anlegt. Aber nein, dem kann nicht so sein. Ich habe die Safe Game, was heißt Safe Game?
den Autosave, meine ich, habe ich abgestellt. Brauche ich nicht, eben genau darum, weil es sonst den Spielfluss dauernd unterbricht. Also das sind tatsächlich schon wieder erste kleine Lags vom Spiel her. Leider. Schön, also in dem Tempo gefällt es mir eigentlich besser, aber tja. Wir müssen trotzdem diesen hier machen, sonst kommen wir nicht um den See rum. Weil wenn er das... Oh, nochmal zurück, Moment. Das lasse ich mir dann doch nicht nehmen, wenn die Züge kreuzen. Dann kann man auch nochmal ein bisschen im Tempo runter. Und wenn die Folge ein bisschen länger wird, eben einfach Pause drücken. Wenn es zu lang ist, ist ja kein Ding. Euch läuft nichts davon. Ihr könnt ja später weiter gucken, zur Not auch erst einen Tag später. Das ist ja wirklich Schnuppe. Ich denke, wenn die Folgen zu kurz wären, das wäre eher ein Grund, dass man dann sagen kann, ja, die sind halt zu kurz, weil länger kriegt er sie dann nicht. Auch nicht mit Pauseknopf. So, jetzt mal wieder Gas geben, einmal über die Brücke rüber. Schön hier mit der Holzbrücke. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie das dann so aussieht, wenn man da zwischen dem Seecafé und diesem Restaurant durchdüst. Oh, hier bauen sie schon. Sehr nett. Ja, das haben wir gewusst, das haben wir entsprechend gebaut, genau. Dass wir hier an diesen Häuschen vorbeikommen. Schön. Ist natürlich, wenn man wirklich hier dieses Tempo nimmt, ihr seht, das dauert zu lang. Das ist zwar wirklich schön und entspannend, aber im Endeffekt, ja, man kommt halt dann gar nicht an. Deswegen wieder ein bisschen mehr Tempo, weil das ist auch immer noch schön und entspannend. Und die Strecke, die sehen wir so ja trotzdem. Ja, schon cool. Da würde ich glatt mal mitfahren. Also wenn es das in echt gäbe so. Ich meine, das wird es in ähnlicher Form wahrscheinlich eh geben. Aber nicht genauso. Wenn es das jetzt so gäbe. Zum Beispiel hier um unseren Bodensee rum. Gut, das würde dann wieder 10 Tage dauern, weil der ist relativ groß. Aber wir haben ja noch andere Seen in der Gegend. Da würde ich schon glatt mal einsteigen. So an einem Sonntag. Da vorne schön Kaffee trinken. So, jetzt machen wir kurz langsamer. Weil die Durchfahrt, die wollen wir natürlich genießen. So, da oben mit dem Parkplatz. Das Restaurant, einmal über die Steinbrücke. Wir machen doch mal Mitteltempo. So, gehen wieder runter. Und hier das neue Seecafé. Ja, das ist doch eigentlich relativ nett. Das Spiel hat nicht mal gesagt, dass der Bahnhof nicht angeschlossen ist. Oder, ja, kann sein, dass er das doch gemacht hat. Uns wir aber eben nicht sehen. Weil wir gerade bei der Zugmitfahrt sind. Das ist ja auch so, wenn jetzt neue Fahrzeuge kommen. Die werden erst angezeigt, wenn wir aus dieser Perspektive rausgehen. So, wir nehmen wieder Tempo auf. Düsen Richtung Wien. Schön, das Geräusch. Und hier der Radweg. Hallöchen. So, da fehlen halt definitiv noch irgendwie, ja, Fahrräder. Aber da können wir nichts machen. Wir könnten hier, da haben wir tatsächlich auch noch einen Bahnübergang, genau. Wir könnten tatsächlich, ja gut, hier kommt ja auch die Schiene rüber. Also von daher brauchen wir da den Bahnübergang. Ich dachte, wir hätten den wegen dem Radweg. Aber eben, wir können da nichts machen, sage ich jetzt zum dritten Mal. Weil wir könnten da höchstens wahrscheinlich einen Zug raufsetzen. Ob das geht, weiß ich nicht, auf dem Fahrradweg. Weil das ist, wie gesagt, eine Schiene, da können wir sonst nichts machen. Jetzt gehen wir nochmal zurück mit Tempo. Weil jetzt fahren wir hier am Schloss vorbei. Das möchte ich natürlich schon sozusagen ungeschnitten sehen. Und wenn ich so auf die Uhr gucke, gibt das eine 40-Minuten-Folge. Aber eben, Leute, wenn sie euch zu lang ist, drückt auf Pause und guckt später weiter. So, weil jetzt hier mittendrin, ich weiß nicht, das wäre doch schade, jetzt aufzuhören und das abzubrechen. Weil wir werden jetzt, wenn wir wieder Tempo aufnehmen da hinten, cool. Sieht cool aus, ja. Dann werden wir relativ schnell wieder in München sein, würde ich mal behaupten. Wisst ihr, was hier links noch fehlt? Ihr ahnt es. Eine Straße, damit sie hier noch ein bisschen was hinstellen könnten. Das müssen wir uns mal ansehen. So, oder wisst ihr was, liebe Leute? Wir machen doch ein Päuschen. Weil ich möchte jetzt hier eben doch nicht durch Wien durchrasen, sondern ich möchte das so machen. Und die Folge, die wird tatsächlich zu lang, weil mir fiel noch ein, ich muss die auch noch rendern. Ist ja nicht getan mit aufnehmen, sondern die muss auch noch gerendert werden. Wir fahren jetzt hier noch rein und dann würde ich sagen, den Rest der Strecke, warum haben wir hier irgendwelche Pfosten im Weg? Den Rest der Strecke, den machen wir morgen, wenn es da vorne wieder rausgeht in Richtung München. Dann haben wir was, was wir morgen, ja, gleich
gleich als erstes mal tun. Nämlich Zug fahren mit der Spanisch-Brötli-Bahn. Gut, liebe Freunde. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Ah, da passiert genau das, was ich angesprochen habe, dass jetzt die ganzen Meldungen kommen. Ui, da haben wir aber tatsächlich noch mal ein paar Züge. Sehr schön. Wunderbar. Oha, da kommen noch mehr. Ich glaube, da haben wir gerade 2 Jahre vertan. Hier in der Spielzeit drin sozusagen. Und deswegen sind gleich 2 Meldungen dahergekommen. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Und ich hoffe natürlich, hat euch ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder mit dabei, wenn wir hier unsere Fahrt fortsetzen. Gut, danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.